vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich bin auch ganz dankbar für die vorherigen Beiträge, denn ich glaube oder ich hoffe, dass mein Vortrag jetzt ganz viele Fäden, die jetzt hier schon so im Raum liegen, zusammengebunden werden können. Und ich möchte ganz kurz das Forschungsprojekt vorstellen, damit ihr und sie eine Vorstellung habt, was wir machen, woher wir kommen. Also wir arbeiten schon seit 4 Jahren jetzt an dem Thema Zugang zu Land- und Flächensicherung, unter anderem in einem wirklich Multi-Akteurs-Netzwerk, will ich das mal nennen. Wir sind ForscherInnen, wir sind aber auch Landwirtinnen, öffentliche Flächeneigentümer, Städte und eben auch Praxisakteure, also Organisationen, aktivistische Organisationen. Also ein sehr buntes Feld an Initiativen. Und wie schon angekündigt, ich bin für das Handlungsfeld Flächensicherung und Zugang zu Land zuständig, und das Handlungsfeld speist sich eben aus dem Netzwerk Flächensicherung den Berliner Stadtgütern. Das ist der größte Landeigentümer hier in der Region, 17.000 Hektar vom Land Berlin in Brandenburg. Dann das ZALF, das kennen wahrscheinlich viele, und eben das Bündnis Junge Landwirtschaft, das werden auch einige von euch kennen als assoziierter Partner. Wir haben noch ein zweites Handlungsfeld in Freiburg, das will ich nicht ganz vergessen, die kümmern sich um kurze Wertschöpfungsketten. Aber wir machen heute Land, Zugang zu Land. Genau, was bedeutet das? Also wir wissen, wir haben es schon erfahren, viele von euch wissen es sowieso, es ist komplex, und vor allen Dingen im Stadt-Land-Verbund ist es sehr komplex. Und wir versuchen eben mit verschiedenen Zielgruppen, assoziierten Partnern, Praxispartnern, Forschung, aber eben auch Kommunen, Städten und Gemeinden, die sind sozusagen unsere Hauptzielgruppe, weil wir die gut erreichen können tatsächlich. Also es ist, wir haben eben schon gehört, 40% gehören den Landwirten, 60% anderen, 10% von diesen 60 sind öffentliche Flächeneigentümer, und mit denen setzen wir uns auseinander schon seit vielen Jahren und sind im Gespräch. Unser Fokus liegt eben auf Junglandwirten, Neu- und Quereinsteigern, weil die eben diese vulnerable Gruppe sind, also überwiegend. Ne? Die haben wenig Ressourcen, für die ist es besonders schwer, an Land zu kommen, weil sie teilweise regional nicht eingebunden sind, die finanziellen Ressourcen gar nicht haben. Und wie wir gelernt haben, ist Landvergabe eben sehr informell. Das heißt, man muss öfter mal beim Bäcker vorbeischnacken, wenn man Land will, oder mal beim Friseur fragen, ob irgendwo ein Flurstück frei ist, wenn man in dieser Region einfach nicht ansässig ist. Unser Ziel ist letztendlich, aber auch Landwirte grundsätzlich, auch etablierte Landwirte, mit denen zu erforschen, wie wir weiter ihre Befähigung erhalten können, ihre Produktion aufrechtzuerhalten, nachhaltig zu gestalten, und wie wir auch landwirtschaftliche Flächen langfristig sichern können. Also das sind sozusagen die beiden Forschungsinhalte. Und unsere These ist, dass wir durch gezielte Kooperation von eben Multi-Akteurs-Netzwerken bestimmte und das Poolen von Ressourcen eben bestimmte Nachhaltigkeitseffekte auf der Fläche, aber auch in der Flächenvergabe und Nutzung erzielen können. Genau, das sind sozusagen die beiden Hauptthemen: Zugang zu Land und Sicherung von Land. Das Thema, was wir eben schon viel angesprochen hatten, Transparenz, das bezieht sich einmal auf die Eigentumsdaten, aber auch auf die Verfügbarkeit von Land. Wie wird Land überhaupt bewirtschaftet? Also da sind wir wirklich in einer Blackbox, da wissen wir viel zu wenig drüber, und auch viele große Flächeneigentümer haben eigentlich gar keine Ahnung, wie die Qualität ihrer Böden gerade bestellt ist. Also es gibt einfach sehr, sehr wenig Monitoring über die Qualität der Böden und wie sich Böden auch unter der Bewirtschaftung bestimmter Unternehmen, Landwirten, wie sie sich verändern. Also da haben wir einfach noch, da wissen wir einfach super wenig drüber. Dann natürlich im Zugang zu Land auch die Akteurspriorisierung. Ne? Wie gesagt, wer kriegt das Land? Gleichverteilung. Und eben auch die Agrarstruktur ist da bei uns ein Thema. Dann Sicherung von Land. Wir wissen alle, wir haben eigentlich Flächensparziele, wo wir jedes Jahr krachend scheitern. Da spielt eben auch die räumliche Planung eine große Rolle, aber auch das Baugesetzbuch. Also da müssen wir Stadt und Land auch wirklich zusammendenken, weil das denkt man oft nicht, da wirklich viele Verbindungen sind, wo sich die Gesetze auch teilweise behindern und gegeneinander ausspielen.
Genau, regionale Wertschöpfung ist klar. Der Bauer muss seine Produkte verkaufen können. Wir brauchen Weiterverarbeitungsstrukturen. Das ist eine ganze Wertschöpfungskette, die eben auch an landwirtschaftlicher Produktion hängt. Und, das hatten wir eben auch schon angerissen, langfristige Pachtverträge. Die Bauern brauchen Sicherheit in ihrer Produktion. Landwirtschaft denkt über Generationen und nicht in Legislaturperioden. Deswegen ganz, ganz wichtig, da auch Grundlagen zu schaffen, dass die Landwirte auch sicher arbeiten können. Wir haben letztes Jahr, vor ungefähr genau einem Jahr, haben wir mit verschiedenen politischen Akteuren in Potsdam einen Workshop gemacht, um zu diskutieren, wie man regionale Ernährung und Flächenentwicklung zusammendenken könnte. An dem Workshop waren BürgermeisterInnen beteiligt, Liegenschaftsämter, das MLUK war da, Wissenschaftler, Organisationen, aktivistische Gruppen. Und wir haben gemeinsam an einem Tag den Grundstein für unsere politischen Handlungsempfehlungen, die wir vor 2-3 Tagen veröffentlicht haben, gelegt. Und gemeinsam mit diesen Akteuren diskutiert, wie wir eben regionale Versorgung und auch Landwirtschaft stärker in kommunale Flächen und auch in die Stadt-Land-Verbünde wieder reinkriegen. Und daraus sind eben diese Handlungsempfehlungen entstanden. Die, jetzt seht ihr hier nur wirklich die Tops, also die Überschriften. Ich lade euch gerne ein, mal auf die Koppos-Seite zu gehen. Da ist ein 30-seitiges Dokument. Wir arbeiten gerade an einer kürzeren Version. Schaut gerne mal rein, da wird es näher erläutert. Ich will euch nur ganz kurz ein paar Bullet Points dazu geben. Wir haben es eben schon gehört und ich finde das eine großartige Forderung, für die ich sofort unterschreiben würde, nämlich Ernährung in die öffentliche Daseinsvorsorge integrieren. Also warum denken wir, also warum ist Wohnen und Infrastruktur so relevant, ja, in dieser Daseinsvorsorge? Warum gehört das da rein, aber Ernährung nicht? Also wir brauchen Essen, das ist wirklich wichtiger, vielleicht sogar als eine ausgebaute Autobahn. Warum wird es nicht mitgedacht? Das ist sozusagen eine Empfehlung. Die zweite ist, auch landwirtschaftliche Vorrangflächen zu sichern und als diese auch zu deklarieren. Das sind raumplanerische Instrumente, die wir da konkret beschreiben, wie Regional- und Landesplanung auch Flächen langfristig sichern kann. Dann gehen wir in die dritte, Flächenverbrauch eindämmen, kontrollieren und sanktionieren. Spielt im Endeffekt auch wieder auf die Planung ab. Also da gibt es viele Instrumente, die schon existieren, die aber einfach nicht angewandt werden. Da gehen wir auch nochmal auf die verschiedenen Instrumente ein. Und dann, über den Punkt werden wir jetzt gleich noch ein bisschen vertiefender diskutieren, nämlich die proaktive und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Die fünfte will ich euch aber auch nicht vorenthalten. Und das ist auch ein Kern von Koppos, nämlich zu fordern, dass wir mehr interkommunale Kooperation fördern, dass die Kommunen und Gemeinden und Städte stärker auch grenzenübergreifend eben zusammenarbeiten, weil wir haben heute schon oft gehört, Landwirtschaft hört eben nicht oder Flächenentwicklung, Landschaftsentwicklung hört nicht an Flurstücksgrenzen auf. Wir haben ökologische Probleme, die wir eben auch ganzheitlicher lösen müssen. Und da ist eben auch der Wunsch, sozusagen Ernährung und Flächenentwicklung viel, viel stärker entlang der Wertschöpfungsketten zusammenzudenken. Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs in die zentrale Empfehlung Nummer 4. Und ich versuche euch einfach in wenigen Schritten, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? 1 Minute! Okay, dann genau, machen wir es schnell. Also proaktive, gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Also im Endeffekt stand ja ganz lange, das haben wir jetzt auch gelernt, individuelle Rechte von Eigentum und Landnutzung stehen halt über dem Gemeinwohlinteresse. Wir haben eine positive Entwicklung, das heißt, wir haben schon BVVG-Vergabekriterien, der Flächenverkauf wurde gestoppt. Es gibt zum Teil kriteriengestützte Vergaben von Gemeinden, aber auch von der Kirche. Also die ganzen aktivistischen Tätigkeiten, die in den letzten Jahren haben schon Früchte getragen, aber es ist natürlich noch nicht genug. Ja, und die Kommunen sind eben aufgrund personeller Fehlausstattung und auch finanzieller Fehlausstattung total überfordert mit diesen Forderungen, nachhaltiger ihre Flächen zu gestalten.
Wir finden aber, dass sie durchaus das Zeug dazu haben und das auch tun sollten, weil es nicht unerhebliche Flächenpotenziale sind. Und deswegen fordern wir, und da ist unser Minister Vogel von Brandenburg ja auch schon dran, eine Landgesellschaft wirklich zu gründen und da eben auch proaktiv Flächen aufzukaufen, auch mit einer finanziellen Ausstattung, Flächen wirklich wieder von Privatpersonen in Flächenpools zu nehmen, die auch langfristig nach gemeinwohlorientierten Kriterien und Zielen zu verpachten und eben auch bestimmte Gruppen zu fördern, Flächen zu monitoren, auch zu gucken, wie entwickeln sich die Böden weiter. Same, same, nur eine andere Ebene. Also wir sind auf der Länderebene, jetzt gehen wir auf die kommunale. Ähnliches Prinzip, auch die Gründung von landwirtschaftlichen Bodenfonds. Ähnliche Ziele, also gemeinwohlorientiert, Flächenpools, interkommunale Zusammenarbeit, auch in der regionalen Entwicklung. Und eben auch Preisdeckel für den Kauf und für die Verpachtung von Flächen. Das kann man sogar im Grundbuch zum Beispiel eintragen. Also wenn man Flächen verkauft, könnte man auch Preisgrenzen festsetzen. Das wissen viele nicht. Progressive Pachtzinsen, Stichwort. Ich höre jetzt auf, letzter. Empfehlung für die kommunale Ebene. Ganz interessant, wir sprechen ja viel mit BürgermeisterInnen und Gemeinden und die wünschen sich Unterstützung. Die hätten gerne einen Partner an der Hand, der ihnen dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen in ihrer Landvergabe und auch um Regionen zu entwickeln. Und deswegen schlagen wir vor, eben eine Kooperation, also eine Koordinierungsstelle für eben genau diese Unterstützungsmechanismen zu schaffen, um die Kommunen und Gemeinden und Städte bei der Landvergabe zu unterstützen, aber auch um ihre Flächen zu monitoren. Jetzt das Fazit, ich höre auf. Genau, wir müssen auf jeden Fall, wichtig, Daseinsvorsorge, Landwirtschaft und Ernährung ist Daseinsvorsorge und das müssen wir auch wirklich ständig kommunizieren, dass es irgendwann auch Teil davon wird. Es ist wichtig, die ganzen Wertschöpfungsketten mitzudenken. Wir müssen Erosionsschutz, Wasserhaushalt, Bodenqualität, das wissen wir alle, Ökosystemdienstleistungen mitdenken bei der Landvergabe und bei der Flächenentwicklung. Denn ohne Acker ist alles nichts. So. Was noch Frau Busse nicht wusste, ich habe auch einen landwirtschaftlichen Betrieb in meiner Familie, 250 Hektar Ackerbau in Brandenburg, Neueinrichter. Und das heißt, das ist eigentlich meine verlässlichste Quelle für das, was da gerade los ist auf dem Bodenmarkt in Ostdeutschland. Und eben auf der anderen Seite bin ich Mitarbeiterin bei der Kulturlandgenossenschaft und versuche wirklich im bestehenden System ein neues System aufzubauen. Und deshalb war es mir jetzt nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wo denn politische Rahmenbedingungen sind und Stellschrauben, die an denen geschraubt werden müsste, um diesen Gedanken, dass Boden auch Gemeingut ist, stärker wieder in den Vordergrund zu bringen und dann auch solchen Initiativen wie uns, also auch andere gemeinwohlorientierten Bodenträgern, das Leben nicht noch schwerer macht. Und da komme ich mal zu meinem ersten Bild. Dieser Begriff der gemeinwohlorientierten Bodenträger ist sehr neu. Also das ist erstmal ein Aspekt überhaupt, das in die gesellschaftliche und politische Debatte zu bringen, dass es da Organisationen gibt, die diese im Prinzip eigentlich staatliche Haltefunktion für landwirtschaftliche Ernährungsproduktion erstmal übernimmt, solange eben, sage ich mal, unsere politische und wirtschaftliche Entwicklung in eine ganz andere Richtung rennt, wie es ja mit der Industrialisierung der Landwirtschaft der Fall ist. Und hier gab es eigentlich eine Steilvorlage 1967, mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das eigentlich noch mal ganz stark den Auftrag gegeben hat an die Politik, Boden wirklich auch zu schützen vor den Interessen des Kapitals. Und ich lese das einfach gerne noch mal durch, weil ich es so gut formuliert finde und es unglaublich finde, dass das so einem dann entgegenkommt, wie wir wollen jetzt hier Menschen enteignen etc., sondern nein, das ist in unserer eigenen Rechtsprechung verankert, dass die Interessen der Allgemeinheit einfach dazu zwingen, dass wir Boden anders behandeln als irgendein anderes wirtschaftliches Gut. Also gerne hier auch nochmal nachlesen.
Das wurde ja auch heute Morgen schon sehr viel angesprochen. Ich finde es aber umso wichtiger, weil hier ja auch noch Eva Weiler gesagt hat, wir nehmen es nicht unbedingt wahr, dass Boden so diese vielfältigen Funktionen erfüllt und in der politischen Debatte immer von nur, sag ich mal, Anführungsstrichen, den Ernährungsaspekt hervorgehoben wird. Und das ist jetzt sehr reduziert, aber wer nimmt denn eigentlich jetzt Verantwortung für die drei Aspekte Artenvielfalt, ökologische Stabilität, Systemdienstleistung und Landschaft? Das ist unsere Heimat, das ist Erholung, das ist Tourismus, das ist einfach auch identitätsstiftend und alles, was in der Landwirtschaft passiert, hat Einfluss darauf. Und letztendlich ist es ja eben halt auch ein Trugschluss zu glauben, wir könnten die Landwirtschaft intensivieren, ohne die anderen Bereiche in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen, um dann letztendlich auch zu sehen, dass wir auch dann nicht mehr Landwirtschaft machen, also Lebensmittel produzieren können, wenn wir die anderen Funktionen auch sozusagen nicht mit berücksichtigen. Also wie kommen wir da wieder hin? Nochmal dieses Verständnis, auch für Bauern und Bäuerinnen. Ja, Land ist ihr Produktionsmittel, das sie unbedingt brauchen. Aber sie müssen nicht unbedingt Eigentümer sein dieses Landes. Aber sie brauchen Planungssicherheit. Also wirklich, dass auch weshalb die Bauern auf die Straße gehen, ist diese Unsicherheit, mit der man Landwirtschaft eigentlich also einfach nicht betreiben kann, weil man in natürlichen Systemen und Zyklen wirtschaftet, die langfristig sind. Und wir möchten eben jetzt als gemeinwohlorientierter Bodenträger dazu beitragen, genau das, dass diese Forderungen nach Verlässlichkeit wiederhergestellt werden, dass Betriebe die Möglichkeit haben, überhaupt noch an Land zu kommen und nicht mit der PV-Anlage konkurrieren müssen, die da gerade installiert wird, etc. pp. Haben wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Dass Neugründungen möglich sind und dass Hofübergaben möglich sind. Also eigentlich im Prinzip alles, was die Bauern auch fordern, die auf der Straße sind, ist das, was wir jetzt versuchen, kurzfristig zu gewährleisten über gemeinwohlorientierte Bodenträger. Und da stellt sich natürlich eine Frage nach einer Definition. Das heißt, wenn wir politisch beachtet werden möchten, dann muss das auch definiert werden. Was sind denn gemeinwohlorientierte Bodenträger? Und da gibt es eben die Vorschläge nach einer mindestens also 12-jährigen Pachtdauer. Bei der Kulturland sind es 30 plus etc., dass Pachten festgelegt sind, die dem Ertragswert der Region entsprechen und nicht irgendeiner Spekulation. Und das ist sozusagen das, was wir unseren Betrieben ermöglichen. Und umgekehrt haben wir sozusagen als VertreterInnen der Gesellschaft, wir möchten, dass die Flächen ökologisch bewirtschaftet werden, 10% Naturschutzflächen auch gestaltet werden und dass diese Betriebe regional vermarkten und eingebunden sind, also auch den sozialen Aspekt fördern. Hier eben die zwei Schlagworte, die gerade in der aktuellen politischen Debatte sind. Der neue Agrarbericht der Bundesregierung hat das da auch zum ersten Mal benannt, dass es sozusagen auch Eigentumsträger geben könnte, die diese Langfristigkeit gewähren, die dazu beitragen, eine vielfältige Agrarstruktur zu erhalten oder überhaupt erst aufzubauen, Bodenspekulation verhindern und eben auch die Wertschöpfung im ländlichen Raum zu lassen, was man eben sehen kann, was in Gebieten, wo Großflächenlandwirtschaft betrieben wird, einfach nicht mehr der Fall ist. Und der Hebel an der ganzen Sache sind die Agrarstrukturgesetze, die jetzt aber länderweise durchgesetzt werden müssen und formuliert werden. Und das werden wir vielleicht jetzt wahrscheinlich in der Debatte dann vertiefen. Und auf jeden Fall jetzt für uns ist es wichtig, dass wir als Bodenträger gleichgesetzt werden mit aktiven landwirtschaftlichen Betrieben. Und das wurde ja auch schon gesagt. Wir haben da ein gemeinsames Interesse. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Stefanie Wild, für diesen Satz, der es so schön gebündelt hat. Wir haben ein gemeinsames Interesse und versuchen das jetzt in
komplizierten politischen Situationen zu guten Lösungen zu bringen. Wir wollen das jetzt diskutieren und zunächst einmal möchte ich dazu eine Frau begrüßen, die es geschafft hat, im Galopp aus dem Bundestag hierher zu rennen, obwohl lauter Abstimmungen sind und sie sich, glaube ich, gerade gedoubelt hat, um hier zu sein. Begrüßen Sie aus dem Deutschen Bundestag, Mitglied aus dem Agrarausschuss, eine der Vorkämpferinnen der ländlichen Räume, die immer wieder sagt, das ist ein großes, großes Thema und kein Nischenthema, Dr. Anne-Monika Spalleck. Vielen herzlichen Dank. Wie schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie es geschafft haben. Und ganz herzlichen Einladung auch nochmal an Bernd Schmitz, der nochmal die Landwirtschaft und ja vielleicht auch das Gegenstück der Kulturland EG, nämlich ein Landwirt, der von diesen Formen auch schon profitiert hat. Bernd Schmitz hatten wir heute Morgen schon vorgestellt, aber ich glaube, da ist viel gemeinsame Arbeit und ihr kennt euch dort, genau. Anne-Mone Spalleck, ich würde gerne mit der Perspektive der Politik beginnen. Wir haben heute Morgen über die Notwendigkeit von Transparenz von Eigentumsverhältnissen gesprochen, einer Gemeinwohl- und Ökologieorientierung. Wir haben reflektiert, dass unsere Vorstellung in den Köpfen von Eigentum aus dem 17. Jahrhundert kommen und heute überhaupt nicht mehr passen. Das alles jetzt in eine politische Situation, in der der Spielraum zur Gestaltung ja gar nicht so groß ist. Wie kann in der Politik auf all diese Ideen jetzt reagiert werden? Wie kann Politik helfen? Genau. Herzlichen Dank für die Einladung. Erstmal schön, dass das Thema diskutiert wird. Ein ganz schwieriges Thema, wird wahrscheinlich Bernd Schmitz mir auch zustimmen. Und zwar, es stimmt ja, dass wir im Bereich der Statistik, also wem gehört das Land überhaupt, und gar nicht genug wissen auch, ne? Dass uns viele Daten fehlen, die auch auf Länder- und kommunaler Ebene natürlich es im Moment noch gar nicht gibt. Das heißt, manchmal weiß man es auch gar nicht. Und dieses Ziel, nachhaltig Landwirtschaft zu bewirtschaften und die Bodenvergabe, also öffentliches Land auch so zu vergeben, das haben wir in der Bundesregierung auch umsetzen können bei dem Thema, wo wir darauf zugreifen können. Das sind die BVVG-Flächen, wo wir ja jetzt ein Punktesystem haben, nachdem verpachtet wird, und die ersten Flächen sind auch so verpachtet worden. Und das ist genau das Konzept, was wir uns natürlich wünschen würden, was sozusagen auf jeder Zuständigkeitsebene greifen würde. Aber so ist Politik, an jeder Zuständigkeitsebene entscheiden das wieder unterschiedliche politische Gremien. Und deswegen kommen wir bei diesem Thema nicht dran vorbei, immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich sage mal so, das größte Problem ist, ich habe ja Kommunalpolitik gemacht, mich auf Landesebene eingebracht sozusagen auch. Und das Thema ist immer, dass letztendlich auf der untersten politischen Ebene, ist auch richtig, ne, die kommunale Planung in der Regel über Vergabe von öffentlichen Ländern gesprochen wird. Da sind die meisten. Ne? So, dann hat Land hat ein bisschen was, aber das meiste ist sozusagen in kommunaler Hand. Und da, wo wir im ländlichen Raum sind, ja doch eher dann auch die Landbewirtschafter auch in den Räten sind. Und diese Landvergabe dann zu sagen, wir, das öffentliche Land, was sozusagen der Gemeinde gehört, die Entscheidung dann zu fällen, wir machen jetzt hier eine gemeinorientierte Verpachtung, das kann ja jede Kommune machen. Die erste Idee ist mal zu fragen, das haben wir mal gemacht bei mehreren Kommunen, das heißt, wie viel Hektar haben wir eigentlich vor Ort jetzt in der Kommune, ist die erste Frage, weiß man auch oft nicht. Und wie viel können wir denn da verpachten? Und da bei dem Thema, das wollen wir das jetzt auch gemeinwohlorientiert verpachten, da wird es dann immer schwierig im Detail. Wo liegt die Fläche? Kann man die Fläche jemandem wegnehmen? Wann, ne, da arbeitet jemand drauf. Kann man die Fläche überhaupt sinnvoll nutzen? Ist das nicht eine ganz kleine Fläche, die man gar nicht nutzen kann? Ist das, braucht man noch Tauschflächen? Das ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir brauchen immer Tauschflächen für Fahrradwege und so. Wir wollen dann Fahrradwege machen und brauchen Tauschflächen. Und wenn wir die Landwirtschaft vor Ort vergrillen, ich sage es jetzt mal, weil man es nicht im Dialog macht, bekommt man dann auch keine Tauschflächen mehr für irgendwas anderes. Also, was ich kurz, lange Rede, kurzer Sinn, es geht nur im Dialog und es geht nur im Zusammen, indem wir auch, ich sage mal, auch konventionelle Landwirtschaft, alle, die Bewirtschafter sind, die Bewirtschafter in dieses Boot reinholen. Ne, also anders geht's nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe hier an dem Nicken gesehen, dass Sie quasi Leidensgenossin sind in dieser Frage mit gleichen Zielen, gleichen Analysen. Jetzt hat ja Kopos oder eben auch Annalena Jakob ganz viele, Annabella, ganz viele Vorschläge gemacht. Gibt es irgendwas, was sozusagen
Ne, ist ja klar geworden, warum das nicht leicht ist zu sagen, wir machen das jetzt, wir beschließen das heute und ab morgen ist es so. Aber wie sollten jetzt diese tollen Empfehlungen umgesetzt werden? Nutzt vielleicht die Chance, es direkt in den Bundestag noch einzuringen. Hast du da noch Wünsche oder Ideen? Nee, der Bund hat ja keinen Zugriff auf die Flächen der Kommunen. Also das muss man ja ganz, ganz, ganz klar sagen. Ne? Also es gibt der Bund hat natürlich auch Flächen, aber es gibt eben auch Flächen, die Städten gehören, es gibt Flächen, die Kommunen gehören und es gibt Flächen, die Gemeinden gehören. Also wir sind hier in verschiedenen Ebenen unterwegs und alle diese haben verschiedene Prozente an Land, die sie mehr oder weniger bewirtschaften. Deswegen muss sozusagen wirklich jede Ebene für sich und deswegen auch diese verschiedenen Organisationsformen, jede Ebene für sich eine eigene finden, die letztendlich aber sehr ähnliche Ziele hat, nämlich kriteriengestützte Vergabe ist, finde ich, die Basis von allem und dann eben aber auch mit den Landwirten in Kooperation gehen, weil die muss man mitnehmen. Es gibt das Prinzip der Pächtertreue, das ist total verankert, auch für Flächeneigentümer ist es ein Riesenthema zu sagen, Mensch, der hat die Flächen jetzt schon seit 30 Jahren, wenn ich die dem wegnehme, dann ist der Betrieb gefährdet. Aber was macht man, wenn der da seine Biogas-Verträge laufen hat und da Mais in der ständigen Fruchtfolge drauf knallt? Ja, was macht man dann? Ne? Ruiniert man diesen Betrieb, der ja auch irgendwie seine Berechtigung hat oder eben nicht? Also da geht es dann wirklich auch schon in harte Debatten. Und da kann man eben auch in Kooperation Angebote machen. Und ich finde, dass auch diese Leistung, die Flächeneigentümer auch bringen sollten. Ne? Also wir haben ja eben immer von diesem leistungslosen Einkommen geredet. Ich finde, Flächeneigentümer können auch Leistung bringen, weil sie ja über viele Jahre schon auch auch Pachtzinsen eingenommen haben. Das gilt natürlich nicht für die kleinen Kommunen, die nur ihre 5-6 Hektar haben, aber es gibt ja welche, die oder auch Landgesellschaften oder auch öffentliche Bodeneigentümer wie die Berliner Stadtgüter oder die Flächenagenturen, die können ja, die sind finanziell ausgestattet und die können auch den Flächen was zurückgeben. Also immer nur zu sagen, jo Landwirt, du hast jetzt alles runtergewirtschaftet, jetzt mach's wieder gut. Und das kostet aber auch, Strukturelemente zu etablieren. Die müssen die Anbauart verändern, neue Maschinen kaufen. Das kostet alles richtig Kohle. Und da, finde ich, kann so ein Flächeneigentümer auch mal in Kooperation und in Leistung gehen, um die Landwirte zu unterstützen, diese großen politischen Ziele auch wirklich auf der Fläche zu erfüllen. Vielen, vielen Dank. Bernd Schmitz, ich würde gerne noch mal die Perspektive der Landwirtschaft einbringen, denn wir sind ja jetzt auf der Ebene ein Appell an Verantwortung, wohl begründet, aber es bleibt ein Appell und eine komplizierte politische Entscheidungsfindung, die nicht so den Schlag bringt, jetzt ist das Bodeneigentum gemeinwohlpflichtig und ökologiepflichtig, jetzt haben wir das. Auf welchem politischen Weg könnte man es verstärken? Oder ist es wirklich das Gespräch? Gibt es da Wünsche von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft? Ja, ich habe heute Morgen schon ein bisschen darauf hingewiesen. Wir sind in dem Bereich ja sehr stark schon unterwegs. Wir haben diesen Vorschlag gemacht der Gemeinwohlverpachtung. Als verbindliche Voraussetzung von Verpachtung. Das wäre ein Weg. Wir haben da im letzten Jahr auch Aktionen zugemacht und die Kommunen aufgefordert und ins Gespräch eingefordert. Es ist ganz wichtig, dass über die Kommunen, aber auch über die gesellschaftlichen Formen der Kirchen zu machen, weil das eben auch ein großer Bereich der Landbesitzer ist. Und es gibt die ersten guten Ansätze, sieht man. Ganz wichtig ist eben aber auch zu gucken, dass man das auch auf privat ausdehnt. Also der Appell muss über das, was wir bisher machen konnten, der Bereiche der Kommunen und Kirchen hinausgehen. Denn auch jeder Einzelne kann in seiner Verpachtung eben in den Dialog mit dem jetzigen Pächter oder wenn der vielleicht eben sagt, nee, wir sind jetzt nicht mehr dabei, mit einem Neupächter in diesen Dialog gehen. Wir vertreten ja eben konventionelle und ökologische Betriebe. Daher ist es nicht rein auf den ökologischen Landbau fixiert, sondern wichtig ist auch, das darf man zum Beispiel bei Pachtverträgen nicht ganz vergessen, wenn man eine ökologische Bewirtschaftung vorschreibt, kann man zum Beispiel seine Bereiche der Ökoförderung verlieren.
weil das heute noch so ausgerichtet ist, dass es eben ein zusätzliches Element ist. Also das sind ganz viele Sachen, die man machen muss. Und glaube ich, ganz wichtig ist aber trotzdem zu sagen, wir müssen auch differenzieren zwischen Investoren, Großkapitaleinsatz als Landbesitz und tatsächlich den bäuerlichen Strukturen, die, glaube ich, auch noch mit einem anderen Hintergrund Land besitzen. Das heißt so schön, Eigentum verpflichtet. Insofern passt das eben da an der Stelle ganz gut, weil unser Grundwasser, was eben gar nicht auf der Sache mit dabei war, hängt davon ab, dass das Land gut bewirtschaftet wird und dass wir alle Wasser haben, was entsprechende Qualitäten hat. Und damit, finde ich, ist es eines der wesentlichen Elemente, die wir schützen müssen, die gut bewirtschaftet werden müssen und damit aber auch in einer Art und Weise miteinander mit Verträgen von Bewirtschaftern und Eigentümern sein muss, die das zulassen, dass auch dort ein Ertrag für den Betrieb erwirtschaftet wird. Das sind, glaube ich, dann, also ich kann nur so weit gehen, bis dass der Landwirt auch noch von der Fläche einen wirtschaftlichen Ertrag hat. Ich habe ein wunderbares Beispiel von einem Landbesitzer, der an viele Bauern verpachtet und gesagt hat, wer hier weitermacht mit nicht nachhaltiger Bewirtschaftung, dem kündige ich. Und das Ende war, dass auf der gleichen Fläche dann der neue Biopächter und der alte, der nicht aufgeben wollte, gegeneinander mit dem Trecker zugefahren. Und das ist die Realität auf den, so viel zur Verpächtertreue. Die haben gesagt, nö, habe ich nicht schriftlich, ich hole mir dieses Land. Also das ist wirklich ein Bild für die Konfrontation, die ja auf dem Land es so unheimlich schwer macht. Das haben ja eigentlich alle jetzt so beschrieben, dass diese Erwartungen dahinter noch liegen. Stefanie Wild, Sie hatten ja gesagt, es gibt dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet und dann gibt es diesen eigentümlichen Widerspruch, dass es politisch ja nicht wirklich umgesetzt ist. Könnte man dagegen klagen, um da weiterzukommen, wenn es auf politischer Ebene im Appell ja viel zu langsam geht? Und dann darf Frau Spalleck antworten. Ist das noch ein Weg oder wie könnte man das einklagen, dass ein altes Bundesverfassungsgerichtsurteil mehr Gewicht bekommt? Das Mikro ist an. Ja, also ich glaube, zuerst ist es ein Problem in den Köpfen und nicht unbedingt ein politisches. Ich sage jetzt mal, wir haben ja das Grundstücksverkehrsgesetz, was eine landwirtschaftliche Produktion privilegieren soll beim Flächenerwerb. Eigentlich gut gedacht, genau. Und wenn wir jetzt aber sagen, als Genossenschaft, die mit in Augenhöhe und Partnerschaft mit landwirtschaftlichen Betrieben Land erwerben möchte, haben wir gerade das Thema, dass wir genau von dem Grundstücksverkehrsausschuss immer mehr Ablehnungen bekommen, die uns nicht anerkennen als gleichberechtigt mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und das ist etwas, was uns verwundert, weil wir über 40 Flächenkäufe schon realisiert haben. Und statt dass es sozusagen Referenzen gibt, wird es jetzt gerade erschwert. Wo jetzt die Frage ist, gibt es da ein Denkproblem in dem Sinne, wir wollen nicht, dass sozusagen jetzt, sag ich mal, irgendwelche Kommunisten kommen und das Land enteignen wollen, wieder Gemeinschaftseigentum, so nach dem Motto, das hatten wir schon mal. Also dass da so Ressentiments geschürt werden und gefühlt werden. Und da wäre ja, es... Was ja auch ein Trauma war für viele. Ja, genau, eben deshalb meinte ich, es ist so leicht in eine bestimmte emotionale Ecke zu bringen, dieses Thema Gemeinschaftseigentum. Also als ich solidarische Landwirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern mal vorgestellt habe, kamen sie, ihr wollt ja wieder... Kommunismus. Ich so, oh, ich glaube, das war der falsche Begriff. Ja. Also wo ich drauf hinaus will, ist, dass man relativ niederschwellig politisch so weit agieren könnte, indem es von den Ministerien eine Verwaltungsvorgabe geben könnte, zu sagen, es ist schon okay, wenn diese gemeinwohlorientierten Bodenträger anfragen. So, also bevor wir es schaffen, das wirklich auch in den Agrarstrukturgesetzen zu verankern, geschweige denn diese durch die Landesparlamente zu bekommen, wäre das schon mal ein mögliches politisches Handeln von denen, die da positiv gestimmt sind, zum Thema Klagen. Also das heißt, wir müssen jetzt klagen.
Es gibt aber auch schon Klagen von anderen Bodenträgern, die positiv beschieden wurden dann. Deshalb sind wir da ganz optimistisch, aber wir würden uns lieber auf unsere eigentliche Kernaufgabe spezialisieren. Ja, vielen Dank. Man merkt, es zieht sich durch den ganzen Tag. Es muss sich das Denken verändern. Man muss immer zu reflektieren, warum man was wie denkt. Und gleichzeitig die Politik und diese schwierige Aufgabe überreiche ich wieder an Annemone Spallek, die ja auch schon mit Lösungen, also es gibt ja auch positive Entwicklungen für Solarwis. Genau, also solidarische Landwirtschaften sind natürlich für uns, also ich bin sowas von überzeugt davon, dass wir diese Bewegung, das eine ganz wichtige Bewegung ist von unten, die wir unheimlich stärken müssen, und dafür setze ich mich ein im Bundestag, weil so die Idee, wir hatten auch ein paar Veranstaltungen, beispielsweise wenn wir sagen, in jeder Kommune ist eine, oder so ein bisschen so das Ziel haben, das ist ja theoretisch möglich, könnte auch, die Kommune kann das entscheiden, Land zur Verfügung stellen, aber auch mit der evangelischen Kirche hatten wir mal da eine Veranstaltung, wo auch die Idee war, ja warum denn nicht an jeder Pfarrei oder angedockt oder so, ne? Also das ist, also gibt es wirklich tolle Ideen, man muss natürlich die Menschen haben, aber das ist, glaube ich, wirklich eine Bewegung, ich hoffe, die wird noch mehr und noch stärker. Ich habe so viele Solarwis besucht, das ist echt toll. Also wir haben bei uns im Kreis Coesfeld so tolle Solarwis, die so viel Veranstaltungen machen, da ist ein Engagement drin. Das sind ja dann auch hunderte von Menschen, und das Interessante ist, das sind ja oft Menschen, die auf dem Land leben, aber so ein bisschen so mit der ursprünglichen Landwirtschaft nicht so viel zu tun haben, also so zurückgezogene oder später aufs Land gezogene und so weiter, wo die dann auch sagen, so mit dem Schützenfest kann ich so nichts anfangen, und es entsteht dann auch, ne, kulturell was, eine Gemeinschaft, und dadurch, dass sie dann doch wieder an der Landwirtschaft angedockt sind, weil sie Beratung brauchen und Hilfe brauchen, auch von den Landwirten oder so, habe ich dann auch, sehe ich, dass das auch eine gute Entwicklung fürs Land sein kann, ne, wenn die sich darüber zusammentun. Deswegen haben wir im Haushalt verankert, dass wir die Solarwis unterstützen wollen, und ich hoffe, dass da auch, also zumindest, dass wir solche so Beratungen und so auch fördern, eine institutionelle Förderung des Solarwis-Netzwerks ist nicht möglich, weil da gibt es immer so dieses, die Regel, wenn wir eine Organisation neu institutionell fördern, müssen wir eine andere rausschmeißen, das fällt uns immer schwer, welche schmeißen, wem nehmen wir das Geld weg? Aber Projektförderung oder über Beratung ist möglich. Wir haben ja auch Geld reingesteckt. Das sollte dann über Spöll sein. Das heißt, wir haben da Geld reingesteckt, auch für Solarwis zum Beispiel bei der Zertifizierung zu unterstützen. Es sind ja nicht alle, die dann ökologisch wirtschaften wollen, aber bei der, wenn die sich auf den Weg machen wollen. Ja, das Geld steckt jetzt im Böll. Das heißt, es ist so ein bisschen so, die müssen dann ökologisch werden irgendwann. Das hängt jetzt im Moment noch dran, aber vielleicht ist das ja auch dann möglich. Vielleicht noch eine Sache, was ich noch mal ganz wichtig fand, zu erzählen. Wir müssen auch den Betrieben nochmal erzählen, dass eine Solarwi am Betrieb, am landwirtschaftlichen Betrieb selber eine Gewinnerhöhung für den Betrieb fast auch darstellt. Das habe ich jetzt auch mehrfach erlebt. Dann ist irgendwie ein Milchkuhbetrieb, was auch immer, und da gibt am Land einer Solarwi, und die Menschen, die da hinkommen, das Gemüse essen und so, die gehen dann in den Hofladen und kaufen da Käse und Fleisch. Und dann haben die Höfe mir erzählt, sie haben dann ein stabiles Einkommen. Und das muss man vielleicht auch noch weiter erzählen. Das heißt, es ist eine ganz viele, was mit Appellen und Geschichten zu tun hat, aber wir können das natürlich auch von der Bundesregierung aus fördern, und dafür setze ich mich ein. Genau. Ich habe noch zwei Fragen, denn Stefanie Wills Forderung war ja sozusagen, diese gemeinwohlorientierten Bodenträger, die müssen irgendwie gleichgestellt werden. Wie könnte man das denn erreichen? Also letztendlich ist es so, dass das im agrarpolitischen Bericht jetzt ja so ein bisschen da drin ist, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, da können sich die Juristen drauf berufen und so, und dann muss man das mit diesen, das ist schon der richtige Weg, da über Klage zu gehen und dann die Positivurteile, also das ist dann nachher nicht mehr Politik, ne? Weil das ist so ein bisschen ja auch schwierig, es ist immer eine Abwägungssache, man muss sich den Verein ja auch genau angucken und so, das ist schon so. Also ich sag mal, es hat einen guten Grund, warum das da drin steht, dass es ursprünglich immer an landwirtschaftliche oder dass es an landwirtschaftliche Familien gehen soll, weil diese Idee der Familienbetriebe ist ja auch wichtig für den ländlichen Raum, dass da Familienbetriebe drauf sitzen, die das in die nächste Generation überführen. Da gibt es eine Verantwortung und so weiter. Also das ist ja alles gut, wenn die wenn da die Verantwortung da ist und irgendwann mal das Wissen wieder da ist, wie man nachhaltig wirtschaftet, ist ja an dem Konzept nicht schlecht. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Also es ist ja nur, dass einfach so viel
falsche Schule oder Wissen verloren, ich sag mal Wissen verloren gegangen ist. Früher war ja alle, jede Landwirtschaft ökologisch. Es gab ja keine chemischen Dünger oder es war alles ökologisch. Das heißt, das Wissen war alles mal da. Und da ist einfach so viel Wissen verloren gegangen, wie wichtig das in Kreislaufarbeiten ist und so. Das muss einfach alles wieder, ja, alles wieder zurückgehen. Unter den Bedingungen der Klimakrise. Es gibt noch ein kleines Programm und dann sind Sie endlich mit vielen klugen Fragen dran. Aber viele Solawis sind ja eben nicht angedockt an landwirtschaftliche Betriebe, sondern als Vereine organisiert. Und dann wird ja auch oft gesagt, die ganzen Privilegien im Außenbereich, darf man irgendwie einen Stall bauen, darf dann der Verein nicht. Kann man das irgendwie rechtlich lösen? Gäbe es da einen Weg, weiterzukommen? Also nur, dass ich nicht missverstanden werde, das ist schon auch, sind Vereine, die einfach nur von einem Betrieb was pachten, aber es sind auch Vereine, ne? Die sind nur von dem Betrieb pachten die was und sind dann sozusagen in der Nähe des Betriebs, von dem Hofladen, sind da auch mit angedockt, oft wenn der Betrieb da auch mit in die Kommunikation geht. Also von daher, und das mit dem, wozu, man muss ja genau drüber sprechen, was für eine Anerkennung brauchen die Solawis, ne? Also es gibt welche bei uns, haben Solawis unheimlich dafür gekämpft, dass es Vereine sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, gemeinnütziger Verein zu sein als solidarische Landwirtschaft. Ne? Das ist, glaube ich, das größere Problem, als halt Einkommen zu erzielen oder so. Und da muss man immer fragen, für was braucht man eigentlich die Privilegierung? Das wird ja immer gefragt. Ne? Also will man jetzt wirklich, das sind ja manchmal nur 2 Hektar, da jetzt ein großes Haus drauf bauen oder... Ist es dann das Thema der Förderung, dass die landwirtschaftliche Förderung, weil das müssen wir genau eruieren und dann brauchen wir aus der Politik halt auch die genauen Vorgaben, was genau brauchen die Solidaris. Und das hatte ich da in meinen Gesprächen immer gesagt, also das wäre gut, wenn wir aus dem Netzwerk der solidarischen Landwirtschaft die konkreten Forderungen haben wollen, weil diese auf den 2 Hektar, die solidarische Landwirtschaft nachher pachtet oder so, dann jetzt jedem zu erlauben, da Häuser drauf zu bauen, das wollen wir alle nicht, ne? So, also deswegen muss man da genau hingucken. Der Unterschied ist ja, und das ist bei solidarischen Landwirtschaften so, die gehen auch mal schnell kaputt wieder. Also die zerstreiten sich und dann sind die nicht mehr da und dann hat man das in der Landschaft stehen. Das ist der Unterschied bei Familienbetrieben, ne? Das geht dann in die nächste Generation, was da steht. Oder zum Investor, das hatten wir eben. Zum Investor gibt es auch, ja, aber... Genau, das gibt es leider auch. Da wiederum greift ja Kulturland, Biobodengenossenschaften und so, die haben ja dann ein stabiles, vom Markt unabhängiges Konstrukt, was Landwirtschaft bleibt. Aber ich habe gemerkt, Sie haben da ganz aufmerksam, Sie wollen ganz aufmerksam konkrete Vorschläge haben, mit denen man arbeiten könnte. Und ich glaube, Sie tauschen sich einfach beim Mittagessen, haben sich schon ausgetauscht, wunderbar. Aber jetzt gebe ich endlich die Reihe frei für Fragen. Und genau, wir geben ein Mikrofon. Ah, müssen wir gar nicht. Dankeschön. Wir fangen hier gleich vorne beim. Achso, nee, dann bitte dahin und dann zum Ackersyndikat. Ne? Ja, Rechtsanwalt Johann Steutl. Ich bin vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft auch damit befasst, mit eben genau diesen Fragen. Und dazu möchte ich vielleicht kurz ein bisschen das anmerken. Also, ich verstehe irgendwie die Perspektive auch gerade, dass. Dass nicht alles auf der Bundesebene laufen kann, aber ich meine, die Auslegung vom also vom Baugesetzbuch oder vom Bundesnaturschutzgesetz oder vom Grundstücksverkehrsgesetz ist ja durchaus in der Bundeskompetenz. Und ich beobachte gerade so 20, 30 Fälle von Solawis auf der Fläche, die in verschiedenen Rechtsformen eben Probleme haben mit der Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb oder als landwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne vom Bundesnaturschutzgesetz. Und ich sehe da schon, also genau wie auch Stefanie sagt, dass im Kopf da viel zu tun ist, weil die unteren Behörden eben einfach das nicht verinnerlichen und auch ein anderes Bild von Landwirtschaft haben. Und da frage ich mich schon, was da auf Bundesebene getan werden kann. Ich sehe auch die Zuständigkeitsproblematik, also das Bauministerium ist ein anderes Ministerium als das Entwicklungsministerium. Aber ich würde mir das schon wünschen, ins Gespräch zu kommen, einfach über diese Fragen. Und aber dahinterliegend, das wäre eigentlich meine Frage, wäre eigentlich nicht die politische Gestaltungsaufgabe, so ein Leitbild von einem Landwirt oder von der Landwirtschaft neu zu formulieren. Und der Agrarbericht, der geht ja in so eine Richtung, aber es gibt auch aus dem Umkreis vom wissenschaftlichen Beiräten der Bundesregierung in Klimafragen und von namhaften RechtswissenschaftlerInnen eben diesen Vorschlag für ein Landwirtschaftsgesetz, was eben auch ein Gegenbild bieten könnte zu der EU-Sicht auf Landwirtschaft. Wo eben nicht nur die Landverwertung, sondern auch die Pflegnutzung des Landes anerkannt wird.
also die Pflegenutzung von Boden. Und da frage ich mich, ja, gibt es da irgendwie Pläne oder Anknüpfungsmöglichkeiten? Gibt es da was, also gibt es da erstmal politische Offenheit für solche, solche Vorhaben auf Bundesebene? Also das Landwirtschaftsgesetz ist echt völlig veraltet, ne? Ich weiß nicht, von 55 oder so, irgendwie ganz letztes Mal reformiert worden. Es ist jetzt nichts im Koalitionsvertrag verankert. Und ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, dass man Sachen da reinschreiben könnte. Das ist schon so. Trotzdem glaube ich, was wichtiger ist im Moment und wo es wirklich konkreter ist, wo wir schneller sein können oder so, wenn wir wirklich diese Förderstrukturen umbauen. Also das ist das Thema der GAP, ne? Wenn wir das hinkriegen, dieses Geld, öffentliche Geld für öffentliche Leistungen, wo wir uns ja immer stark für einsetzen, dass man wirklich, das war also früher, ne, die ging es immer nur um Wettbewerb, die Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Und dann wirklich zu sehen, dass die Landwirtschaft wirklich auch Einkommen erzielt, wenn das Land gut bewirtschaftet wird. Weil ich sag mal, die Kulturlandschaft, die wir so toll finden im ländlichen Raum, die muss auch gepflegt werden. Und vielleicht sieht man das manchmal nicht so, aber das machen natürlich Landwirte, ne? Also wenn Hecken da sind oder Bäume nachgepflanzt werden oder so auf Nachland, also schöne Baumreihen zu sehen sind oder so, das machen natürlich Landwirte. Und dann ist immer die Frage, das können die auch nicht einfach so machen, ohne bezahlt zu werden. Ne? So, auch wenn man sagt, so, das ist deren Eigentum. Ich sage mal so, der Rasen zu Hause muss man auch selber pflegen. Aber ich glaube, so eine riesige Kulturlandschaft mit der Artenvielfalt, ohne dass man die zu pflegen, so wie wir wollen, das kostet halt Geld. Und wir haben das gesehen daran, dass das nicht bezahlt wird, weil die Landwirtschaft in sich in den letzten 20 Jahren im Prinzip so entwickelt hat, dass die alles, was nicht bezahlt hat, halt abgeschafft hat. Die Flächen wurden immer größer und die kleinen Flächen, die wir schöner sind, verschwunden, die Hecken sind verschwunden und. Und das System müssen wir halt einfach wirklich grundlegend umstellen, dass wir das definieren, was wir als Gesellschaft wollen und das dann dementsprechend auch honorieren. Da sind wir am Anfang, und das sind schwierige Diskussionen immer, weil das Thema einkommenswirksam, ne? Wann sind dann eigentlich auch Zahlungen, öffentliche Zahlungen einkommenswirksam und wann ist das dann auch EU-rechtlich möglich und so weiter, weil im Moment wird immer nur kompensiert, es gibt noch keine Anreize. Aber wir sind da dran und ich glaube, das ist der schnellere Weg, als über so ein Gesetz zu gehen. Also im Moment würde ich das vorschlagen, ja. Der Weg ist aber auch ja schon viele Male gescheitert auf einer europäischen Ebene. Es gab ja, seit Franz Fischler EU-Kommissar war, gab es ja immer wieder diesen Versuch. Und vielleicht kann man doch nochmal... Also man ist ja bei der GAP auf dem Weg. Ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist so, es bewegt sich was. Es ist ganz langsam, das ist so viel zu langsam für uns. Aber man ist auf dem Weg und jetzt muss man gucken, was wir jetzt beim nächsten Mal hinkriegen, genau. Also immer sukzessive wieder weiter. Aber auch das mit dem Gesetz ist auch nochmal was, was man mit Sicherheit nochmal angehen kann. Aber man sieht ja, wie schwer es ist, Mehrheiten für bestimmte Sachen zu kriegen. Das sieht man im Moment besonders krass, ja. Das stimmt, aber danke, dass uns Hoffnung geblieben ist. Ich würde sagen, wir sammeln Stimmen, damit wir das Mittagessen nicht zu sehr zusammendampfen, die beiden, und dann machen wir eine kurze Schlussrunde. Ja, ich wollte mal was sagen zum landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Der ist eben kein Modell für die Zukunft, denn mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Familienbetriebe haben keinen Nachfolger, keinen innerfamiliären. Und wenn ich sozusagen an diesem vergangenen Denken festhalte, ergibt sich letztlich Betriebsaufgabe und Land an größere verpachten und sonst nichts. Also ich denke, wir brauchen da Zukunftsmodelle und ich fand es ziemlich ärgerlich auch, Frau Spalek, dass Sie meinten, naja, die Solar-Levies, die lösen sich ja schnell wieder auf. Das stimmt ja gar nicht. Auch das Bild einer Solawi als, naja, die pachten da mal 2 Hektar Land von einem Landwirtschaftsbetrieb und sind ja gar nicht so richtig Landwirtschaft. Das ist genau das Denkproblem, was wir haben. Es gibt selbstverständlich Solawis, die gemeinschaftlich, nachhaltig und auch dauerhaft wirtschaften sozusagen, und die brauchen selbstverständlich Anerkennung als landwirtschaftliche Betriebe, nur weil sie nicht als Körperschaft, die sie normalerweise dann sind, einen Gewinn erzielen, heißt es ja nicht, dass da nicht noch viel mehr Menschen als bei einem klassischen landwirtschaftlichen Familienbetrieb häufig ihr Einkommen darüber erzielen. So. Also ich bin auch Kommunale in der Kommune Niederkaufungen. Wir haben gerade den Bundespreis ökologische Landwirtschaft bekommen. Da kann man sich angucken, was auf gemeinschaftlicher Basis, auf Basis von Vereinen möglich ist,
an nachhaltiger Landwirtschaft, was mit einer Familie überhaupt nicht funktionieren würde. Danke. Aber vielleicht mal einmal kurz. Gut. Eine direkte Antwort. Ja, nur, dass ich nicht missverstanden worden bin, weil diese, ich sag mal, es gibt ja CSA-Betriebe bei uns auch, das sind natürlich auch größere Betriebe, die genossenschaftlich funktionieren oder auch gemeinwohlorientiert, das funktioniert, aber ich sag gerade bei denen, die wirklich nur ein Hektar Land pachten oder nur zwei, das ist ja immer Auslegungssache, genau das ist das ja. Und dann zu sagen, jetzt alle Solawis werden jetzt anerkannt wie landwirtschaftliche Betriebe, auch baurechtlich, das habe ich versucht darzulegen, wo da die Schwierigkeiten liegen. Man muss sich's genau angucken, aber es gibt ja auch das Modell der CSA-Betriebe, also wo man das genau machen kann. Aber man muss sich's genau angucken. Jetzt alle Solawis direkt zu sagen, die sind jetzt privilegiert im Außenbereich zu bauen, hätte ich jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wer das... Dann wird es missbraucht, dann gründet, also gründet jeder einen Verein und macht eine Solawi mit 10 Leuten und baut im landwirtschaftlichen Bereich. Also ich glaube, man muss da schon genau hingucken. Ich glaube, das kriegen wir in der verbleibenden Zeit nicht ausdiskutiert. Sie müssen mal wieder los. Ne? Vielleicht holen Sie das nochmal nach. Aber ach so, genau, super. Dann hören wir an dem Tisch, lauschen wir nach der Lösung. Ihre Stimme und Eva Weiler aber auch nochmal? Nicht mehr? Also wir haben jetzt nur Herren, die gefragt haben. Dann gibt es in der nächsten Runde nur Frauenfragen oder so. Aber bitte. Dankeschön. Genau, ohne das gering zu schätzen, würde ich, glaube ich, nochmal weg von diesem eher detailreicheren und einfach nochmal auf die Verfassung schauen. Also Bernd Schmitz hat angedeutet, Artikel 14 sagt, Eigentum wird geschützt, aber Eigentum verpflichtet. Und zwar auch zu Gemeinwohl, zum Wohle aller, zum Wohle der Gemeinheit. Und dann ist die Frage, schaue ich da jetzt nur auf das Wohl der Menschen oder gucke ich mir die mehr als Menschen auch noch an, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann steht aber zugleich in Artikel 15, Grund und Boden dürfen vergesellschaftet werden zum Zwecke des Gemeingutes. Und da denke ich mir, wir schauen in unsere Verfassung und sollten wir nicht da mal schauen, was bedeutet denn Gemeingut, was bedeutet zum Wohle aller Menschen oder zum Wohle aller Menschen und mehr als Menschen. Und dann bin ich, glaube ich, ganz, ganz schnell dabei, zu sagen, kleinbäuerliche Landwirtschaft, agrarökologische Landwirtschaft, Agroforst, solidarische Landwirtschaft ist viel mehr zum Wohle aller als Quarterback Immobilien AG, all die, weiß ich nicht was, die tausende Hektar Ostdeutschland aufkaufen. Also ein bisschen wieder auf die Verfassungsebene einfach schauen. Und das handhabbar machen, denn das steht ja auch bei diesem Paragraph 14. Applaus will ich nicht unterdrücken, bitte. Da steht ja auch, das Nähere muss dann noch ein Gesetz regeln. Wir riskieren eine kurze Schlussrunde und planen trotzdem 10 nach zum Essen zu gehen, sonst stimmt die Stiftung. Bitte, Bernd Schmitz. Ja, ich würde gerne darauf... Bitte? Nicht? Dürfen wir mal? Ich habe eben gehört von der Frau, die das Essen koordinieren muss und ganz viele andere Veranstaltungen im Haus hat. Es muss organisiert werden. Also ja, können Sie in einer halben Stunde essen? Okay, also wir machen eine Schlussrunde. Danke. Ja, ich würde gerne direkt auf die letzte Anregung eingehen, weil das wird ja heute so ausgelegt. Also ich komme aus dem Rheinland eben. Wir waren in Lützerath unterwegs, da ist das Gemeingut, dann der Bodenschatz unten drunter. Oder... Ja, das ist tatsächlich so das Problem. Und dann sind die Landwirte außen vor. Ich habe eigentlich gesagt, Landwirtschaft muss über Bergrecht stehen. Also das wäre etwas, was ich auch immer wieder gerne nach vorne stellen würde. Dann hätten wir auch so manche Problematik nicht. Das geht am Niederrhein um den Kiesabbau. Da wird viel jetzt an landwirtschaftlicher Fläche. Ich darf Grünland nicht zu einem Gemüseacker für eine Solawi umbauen, aber es darf zu einer Kiesgrube werden. Also das sind solche Auslegungssachen, glaube ich, da müssen wir auch mal wirklich gucken, was ist denn da noch hinter dem Paragraphen versteckt an Nischen, die genutzt werden. Wo ich aber eine Lanze verbrechen will, ist tatsächlich zu differenzieren, dass wir bei Eigentum ganz genau hinschauen, tatsächlich über das Ziel eines Investors Land zu kaufen, entweder spekulativ oder rein dafür, sein Geld in schlechten Zinszeiten zu parken. Irgendwo was wird es sein. Oder ob man tatsächlich als, ich habe einen Familienbetrieb, die Möglichkeit hat, auch sich die Flächen, die einem wichtig sind, als Eigentum zu sichern, auch als sozusagen Familienstruktur. Ich sage immer, meine Sippe will ich noch satt kriegen, ohne dass mir aus der Nachbarschaft einer den Acker, der gleich an meinem Hof ist, wo die Kühe hingehen,
vor der Nase wegkauft und ich da keinen Zugriff mehr drauf habe. Also ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Gemischtlage, die man da betrachten muss. Und nochmal auf diese Solawi-Strukturen einzugehen, um diese ganzen Schwierigkeiten zu umgehen, die mit dieser ganzen Gesetzgebungsproblematik, kann ich da was bauen auf der Fläche, kann ich mir eine Lagerstätte irgendwo machen, haben wir tatsächlich so den Hof dafür genutzt, mit jedem einzelnen Menschen, der ein Mitglied in der Solawi ist, einen Vertrag einzugehen und eine Verpflichtung gegenüber uns zu haben, ein Jahr Mitglied in der Solawi zu sein. Also wir haben gar keinen eigenen Verein gegründet, wir sind einen ganz anderen Weg gegangen und damit haben wir aber auch die Menschen dafür gewonnen, sich mit dem Hof zu identifizieren, der eben familiengeführt ist und trotzdem die Gemeinschaft damit viel größer gestaltet und es den Effekt tatsächlich gibt, dass sie auch sehen, wir sind eigentlich Teil des Hofes geworden, beziehen da auch Milch und wer will auch Fleisch bei uns oder von den Hühnern entsprechend Eier, die nicht direkt in die Solawi eingebunden sind. Also ich glaube, da ist auch ganz viel Gestaltungsmöglichkeit, ohne dass man das in eine bestimmte Richtung presst, dass man einen Verein haben muss. Ich glaube, da sind viele Entwicklungsmöglichkeiten, die in neuen Projekten, die man jetzt auch denken muss und die jetzt von der Uni Siegen auch angeschoben worden sind in einem großen Projekt, dort unbedingt Beachtung bringen müssen. Danke. Vielen Dank. Ich kann da gut anschließen, weil also mein Herzensthema ist, warum ich auch politisch tätig werden wollte, ist halt Höfesterben zu stoppen. Ich sag mal, die bäuerlichen Betriebe zu erhalten, das hängt so viel zusammen, ne? Unsere Kulturlandschaft. Und ich sag immer so, wir als Politik können das steuern. Wir können entscheiden, ob wir das so wollen wie in Brasilien mit gigantischen Strukturen oder ob wir halt dezentrale Strukturen wollen. Das hat einmal die Ernährungssicherung. Ich finde auch das Thema total wichtig zu dem Thema dezentrale Strukturen. Aber für mich hat das auch mit der Stabilität der Dörfer zu tun, mit Vielfalt und mit ganz vielen anderen Strukturen. Ich möchte in so einem Land leben mit einer vielfältigen bäuerlichen Landwirtschaft und deswegen finde ich das immer gut, dass man guckt auch, wie kann man die denn auch unterstützen, zu stärken. Und da greift das zusammen, dass diese Solawis, die an diesen Betrieben hängen, genau diesen Effekt haben. Die bringen die Gesellschaften zusammen und die retten Höfe nachher. Also ich kenne mehrere Betriebe, die darüber dann die Zukunft, uns darüber auch neue Geschäftsmodelle wieder überlegen und so weiter. Und deswegen und dann kriegt man die Privilegien, das ist gar kein Problem, dann kriegt man Baurecht, man kriegt alles. Also deswegen versuche ich zu appellieren, diesen Weg im solidarischen Landwirtschafts-, also im Netzwerk, vielleicht auch ein bisschen noch zu bewerben, diesen Weg wirklich auf Landwirte zuzugehen und da auch die Kontakte zu suchen und vielleicht sich da mit dran zu hängen und die zu unterstützen. Und dann kriegen wir auch die Gesellschaft zusammen. Und diese Konflikte, die wir haben dann nicht irgendwie die Städter, die zurückziehen und sich distanzieren, also irgendwie da einen Flex, eine 2 Hektar nehmen, sondern man bindet das mit an den Betrieb und vielleicht endet das nachher auch in Betriebsübernahmen. Man weiß das alles nicht, aber es kann sich viel daraus ergeben und es können Betriebe dadurch gerettet werden beispielsweise. Genau, auch nicht ökologische. Genau. Die aber langfristig auch ökologisch werden können. Die lernen das ja dann dadurch. Die verpachten 1-2 Hektar und die sehen das, wie es funktioniert. Das ist alles ein Prozess. Aber das ist so. Und wir müssen die Spaltung der Gesellschaft, das ist die größte Bedrohung im Moment. Und da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Das geht nur über Dialog, über zusammen, genau. Und da leisten die Solawis, denen man auch mal applaudieren, dann den Solawistas, leisten da, glaube ich, einiges. Ne? Also Applaus für alle, die daran mitarbeiten. Stefanie Wild, wie kommen wir die neuen Formen der gemeinwohlorientierten Bodenträger, wie kriegen wir die in dieses Bild? Ich bin jetzt gerade ganz auf einem anderen Schiff. Andere Schiffe sind erlaubt, bitte. Auch das Grundgesetz hängt ja immer noch darüber und die Nutzbarmachung. Ja, also ich merke, ich habe immer so ein Ohr des konventionellen Bauern oder Bäuerin mit dabei und wünsche mir, dass ein Ergebnis von diesem Tag ist, dass wir zu differenzieren lernen, wer denn mit Bauer, Bäuerin, Landwirtschaft gemeint ist, worüber wir sprechen. Wem wir jetzt sagen, zum Beispiel über das Grundgesetz, ihr habt ja gar nicht auf das Gemeinwohl Rücksicht genommen in der Art und Weise. Und also diese Wertschätzung für die Lebensmittelproduktion nicht zu verlieren,
vor dem sehen, welche Krisen wir haben auf den anderen Bereichen. Also das hinzukriegen, eben auch da diese Spaltung zu überwinden und auch in unserer Sprache und in dem, wie wir das Thema adressieren, das immer mitzusprechen, dass es dann eine ganz große Wertschätzung gibt für alle, die Lebensmittel produzieren, egal wie. Weil sie sind zum großen Teil selbst Opfer dieser liberalen Marktordnung, die eigentlich nicht passt auf ein System, was gleichzeitig Gemeingut ist, und der Boden ist unvermehrbar. Er ist, und von daher war schon in den 30er Jahren die Frage, können wir überhaupt Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion so handhaben, wie wir andere Güter handhaben? Und diese Diskussion müssen wir nochmal ganz neu aufgreifen. Vielen, vielen Dank. Und da gehört das Gemeingut eben als eine Möglichkeit dazu. Und nicht, wir wollen alle Solawi machen, alle sollen Solawi machen, aller Boden soll vergemeinschaftet werden. Darum geht es nicht. Und da sollten wir immer wieder gegenhalten, weil da sollen wir hingedrängt werden in der Diskussion. Na, ich glaube, das haben wir auch eben in der Diskussion gezeigt. Aber das... Viele Landwirte, die unter dem Label bäuerlicher Familienbetrieb firmieren, das schon lange gar nicht mehr sind und unter diesen Zwängen liegen und deshalb die falschen Adressaten sind. Ne? Ich finde, es passt gut, dass Annabella Jakob, die diese Runde eröffnet hat, sozusagen nochmal mit ja ganz vielen guten Vorschlägen, die nicht leicht, aber doch politisch umsetzbar wären, jetzt nochmal ein kleines Schlusswort spricht, auch mit diesen Fragen von Grundgesetz bis zu gesellschaftlicher Wertschöpfung, der ganzen Spanne. Aber es darf jedes Schiff ausgesucht werden. Oh Gott, wo fange ich an? Also was ich noch im Geiste immer wieder deutlich abgenickt habe und was jetzt auch im Forschungsprozess immer wieder festgestellt habe, und da möchte ich nochmal an Gunther anknüpfen, aber eben auch an diverse andere Vorredner. Wir haben wirklich eine Veränderung in der Art, wie Landwirtschaft betrieben wird. Der klassische Familienbetrieb, der stirbt langsam leider aus. Und es gibt aber viele junge Leute und viele engagierte Landwirte, die Lust haben, neue Formen von Betrieben zu gründen, die Landwirtschaft solidarisch begreifen, aber auch zum Beispiel, es gibt dieses Incubator Farming, ne, dass man andockt, dass man als Betrieb sich zusammenschließt, dass Unterpachtverträge geschlossen werden. Also es transformiert sich gerade und auch der Beruf des Landwirts transformiert sich. Keiner hat mehr Bock, in der jungen Generation 70, 80 Stunden zu racken für einen kleinen Lohn. Ne? Also es gibt auch, ich mag diesen Begriff nicht so gerne, diesen New Work Begriff. Ne? Also es gibt viele junge Leute, die gerade versuchen, auch Landwirtschaft als Berufsbild neu zu definieren, und die sollten eben auch in der Veränderung von Gesetzen, von strukturellen Anpassungen mitgedacht werden und eben auch dann Vorkaufsrechte, da müssen eben auch die Strukturen und die Verwalter, die auch die Agrarstruktur, also die Ausschüsse, eben auch mitgehen und weitergebildet werden, weil was ich sehe, ist, dass es einfach noch eine sehr veraltete Struktur und auch Gedankengut in den Entscheidungen, in den unteren Entscheidungsgremien gibt, die eben in diesem traditionellen Denkmuster immer noch festhängen und denken, Landwirtschaft, das ist Familienbetrieb und das ist klassische Hofstelle. Und da würde ich einfach nochmal appellieren, auch an alle, die in der Verwaltung und in Entscheidungen unterwegs sind, diese Transformation auch mitzudenken und auch mitzugestalten und hinzugucken und hinzuhören für die, die es anders machen wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Aber ich glaube, da zwei Sachen. Ich habe eben Widerspruch gehört, im Münsterland ist das noch mal stärker. Also ich glaube, beide Modelle haben was für sich, und das positiv zusammenzubringen und nicht spalten, das wäre eine große Aufgabe für alle, die hier sind. Ja.